Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Bus Mechanic Simulator heute hier auf dem Feiertag. Yeah, Leute, einfach mal ausschlafen, einfach mal nichts tun heute. Großartige Sache. Allerdings, ja, ich muss trotzdem bauen. Mein Feiertag fällt aus. Ihr seht schon, wir dürfen heute an einem Gelenkbus MAN Line City arbeiten, aber es ist wieder nur Fischkeiten austauschen. Deswegen Auftrag annehmen. Sollte denn eventuell auch der letzte Auftrag sein, bevor wir heute die Stufe 2 erreichen. Und dann bin ich mal gespannt, was uns dann erwartet. So, fantastisch. Heute kommt sogar noch ein anderes Video, was mal nicht so mit unseren Let's Plays zu tun hat. Ja, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich einen Omsi gespielt oder irgendwie sonst irgendwas. Nein. Wir wollen heute mal gucken, was dann so diese Android-Spiele so sagen. Ja, es gibt ja genug Android-Spiele, wo der ein oder andere sagte, Bio, guck dir das doch mal bitte an, ja, guck dir doch mal diese Spiele an, taugen die denn was und so. Ja, die wollen wir uns dann, wie gesagt, heute mal so ein bisschen anschauen. Deswegen, also, heute mal anders als wie sonst, so dachte ich mir so zum Vatertag einfach mal so ein bisschen Spaß, komm raus, einfach mal so ein paar Angezockt-Videos hier. Wischwasser, also erstmal fangen wir an mit Wischwasser. Wischwasser haben wir, gut. Dann Wischwasser. Genau, also nicht wundern, dass heute nur der Busmechanik-Simulator als Standard kommt. Er hat ja gesagt gehabt, die machen, und das ziehen wir jetzt noch die Woche durch. Und dann gucken wir mal, ob wir das so einfach fortan weitermachen. Denn aber nicht mehr täglich, denn halt zwei, dreimal die Woche oder sowas. Sowas in der Richtung. Nein, nicht runterfallen. So, wir brauchen Motoröl. Und den Vierkantschlüssel. Den Vierkantschlüssel bitte. Danke. So, Motor auf. Flüssigkeit rein. So, hier haben wir. Das war's, Motoröl, genau. Jetzt müsst ihr mal ganz kurz gucken. Da ist auch Motoröl. Oh, warum steht das Getriebeöl nicht da? Getriebeöl war hier. So. Soll es eigentlich schon gewesen sein? Ich guck nochmal nach. Also, Ölwechsel, das Getriebe. Ölwechsel! Oh. Das wird dann doch. Oh, wird dann doch eine größere Nummer. Ich dachte nur auffüllen. Oh nein. Ich habe jetzt Getriebe erstmal hier wechseln. Toll. So, erstmal Demontage. Ventil, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Schon wieder falsch hier. So, was haben wir hier? Getriebe, Öl, da. Ja, toll. Jetzt haben wir es ja umsonst voll gemacht. Jetzt sollten wir erstmal alles leer machen. Läuft. Läuft. Ja, also wie gesagt, heute mal so ein bisschen mal andere Kost, ja, billigere Kost wahrscheinlich. Wer jetzt so heute irgendwas mit Omsi oder sowas erwartet hat, ja, der guckt ein bisschen in die Röhre. Mhm. Aber es sind halt auch bloß zwei Videos, also neben dem jetzt hier noch zwei weitere, aber mehr ist es nicht. Also wenn ich es schaffe, heißt es natürlich, ne, verspreche kann ich natürlich nichts, ne, ich versuche es. So, Motor. Auch noch leer machen. Ja, und dann morgen wieder alles dann wieder beim Alten. Na, dann kommt Omsi und so weiter und so fort. Busmechanik-Simulator. Und dann, ja, sind wir auch schon wieder am Wochenende. Bad Hügelsdorf erscheint heute.
im Laufe des Vormittags, hat man gesagt. Mal gucken, ob es halt wirklich stimmt. Gestern hat der Entwickler einen Livestream dazu gemacht gehabt, eine Leitstellenfahrt halt für ausgewählte YouTuber. Wir waren nicht dabei, Schande. Aber so ist das. Müssen uns erstmal noch einen Namen machen, kann ich verstehen. Ihr würdet wahrscheinlich auch nicht, wenn ihr Spieleentwickler seid, Hinz und Kunz wahrscheinlich irgendeine Version geben. Und weil er sagt, er ist großer YouTuber oder sowas. Das ist, wie gesagt, kann man absolut nachvollziehen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich auch ein bisschen besser, wenn ich es mir selber kaufe, weil so kann man halt auch wirklich richtig argumentieren halt, ne? Man muss halt nicht aufpassen, was man so sagt oder sowas, ne? Weil man will sich es ja auch dann mit dem Entwickler ja nicht wirklich verscherzen. Aber ganz ehrlich, wenn ich es selber kaufe, dann gehe ich schon davon aus, dass der Entwickler dann dementsprechend halt auch ein bisschen Kritik dann ab muss. Man soll halt nicht wüst beleidigen oder sowas, ne? Man muss halt wirklich hier dann wirklich sagen, so Kritikpunkte, wie zum Beispiel halt, dass die Performance jetzt hier aktuell noch unter aller Kanone hier noch ist. Also ich glaube, das geht besser und wir hoffen mal auf jeden Fall, dass Swiss Games und Astragon auf jeden Fall daran arbeitet. Aerosoft, nicht Astragon, Aerosoft. Joa, lassen wir uns mal überraschen. Gut, das war's aber. Da sollten wir die nächste Stufe erreichen. Alles gewechselt, Mischwasser aufgefüllt, hatten wir. Wie auch einfach OBS komplett überlastet ist bei Busmechanik Simulator. Fantastisch. So, 2585 Punkte, so läuft das. Ja, komm, das kann man noch mitnehmen, Auftrag annehmen. Und jetzt machen wir das Upgrade, dann schließen wir den schnell ab hier. So, perfekt. Gut, dann erstmal, nee, nicht Auftrag ansehen, sondern Freischalten, Erfahrungsstufe 2. Jetzt haben wir noch ganze 85 Punkte. Das ist viel, Leute. Na. Aber eventuell kriegen wir jetzt dadurch auch ein bisschen schneller Punkte. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Wo ist es? So, wo ist er denn? Hallo? So. Gut, abgeschlossen. Jetzt bin ich aber gespannt. Und wer, der kommt jetzt wieder mit Flüssigkeiten austauschen. Flipping aus, sag ich euch. So, haben wir. 25 Punkte. Schön. So, der Fahrer hat einen Unfall an der vorderen Fahrtrichtungsleuchten gemeldet. Aha. Ja. Ja. Dennis, hast du wieder die Laterne mitgenommen? Ich glaube auch. Auftrag annehmen. Man wird es leider wohl nicht sehen, ne, dass es kaputt ist. Man muss halt wieder drüber gehen, wahrscheinlich das Ganze überprüfen und sowas. Aber man wird keinen optischen Schaden wahrscheinlich sehen. Naja. Hat dann wieder den größten Bus auf die kleinste Karte wahrscheinlich benutzt hier. Der Dennis, sag euch. So, mal gucken, was er hier angerichtet hat hier. Ne, man sieht leider gar nichts. Also, dass hier irgendwie was angetutscht ist oder sowas. Schade. Ich will das gern kontrollieren.
Kann ich das Ding hier an sich so nicht kontrollieren? Nee. Scheinbar nicht. Das ist alles in Ordnung. Hier ist kaputt. Schauen wir mal links. Das ist das Einzige, ne? Guck noch mal ganz kurz nach. Der Fahrer hat einen Ausfall an der vorderen Fahrtrichtungsleuchten gemeldet. Das hier ist gut. Ja, scheint nur das kaputt zu sein. Das ist das, was ich meine, ne? Dass du jetzt halt so ein bisschen kontrollieren musst. Ich weiß jetzt nicht, was er da die ganze Zeit rumkritzelt. Beleuchtung, Beleuchtung, Beleuchtung. Wo war Beleuchtung? War Beleuchtung hier? Hm, toll, ist man schon in den Türrand. Nee. Hier ist nicht Beleuchtung. Ist hier Beleuchtung? Lampen? Nope. Dann waren Lampen auf jeden Fall hier hinten, ne? So. Ha! Ja. Inventar. Ja, habe ich das nicht ausgebaut? Natürlich nicht. Wäre zu einfach gewesen, wenn ich es ausgebaut hätte. Demontieren. Oh, das wird wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern. Wir brauchen wahrscheinlich unsere Ratsche. Komm, wirklich? Was will er denn jetzt? Irgendwie, das geht hier in den Bus rein. Boah, Alter, dein Ernst? Wir brauchen unbedingt das zweite Teil, wirklich. Oh, jetzt hat er das nicht genommen. Ist gar nicht, geht's da überhaupt durch? Nee, ne? Was habe ich da jetzt abgeschraubt? Ah ja, ich bin irgendwas gerade abgeschraubt, ich weiß nicht was. So, du gehst hier unten durch, gehst hier rein. Ich vorstellen, das ist noch nicht so komplett. Das Problem ist, dass es auch gleich ein Gelenkbus ist, ja. Du sowieso hier vorne kaum Platz hast. Oh, warte mal. Was hat er gesagt? F5? Ja, F5. Um dieses musst du zunächst die angezeigten Bauteile. Der zeigt mir doch nichts anderes an. Ah, warte mal, hier, oder? Nee. Ach, toll.
So. Jetzt haben wir es. Das Problem ist... hier irgendeine Schraube gelöst. Oh, warum nimmt der das neuerdings nicht? So, okay, das ist auch wieder dann. Ich weiß, ich hätte jetzt wieder den Monster benutzen können, aber das will ich nicht benutzen. Erst wenn wir... Also das nächste, was wir machen sollten, ist auf jeden Fall eine zweite Tasche. Dass wir zumindest immer beide Sachen bei haben können. So, okay, Leute. So, jetzt gucken wir ganz kurz nach. Was war's? Fahrtrichtungsanzeiger links. Das war jetzt nicht schwer, aber das war jetzt einfach nur... So. Zusammenbauen. Ist ein bisschen tricky hier. Ja. Oh, Leute, das geht mir ein bisschen... Alter Falter. So, das soll es aber gewesen sein. Schauen wir mal, ob wir es richtig gemacht haben. Wenn ja, alles gut gelaufen. Wenn nicht, werde gerne in die Kommentare posten. Ja, würde mich sehr freuen. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen interessanter, denn jetzt kommen nämlich auch mal so ein paar andere Sachen, die wir jetzt hier reparieren müssen. Und mal schauen, ob sich jetzt in der Busmechanik-Simulator jetzt ein bisschen entfaltet. Ja, es sind nur Flüssigkeiten. Ja, mal gucken. Volle 100 Punkte haben wir bekommen. 350 Punkte insgesamt. Wundervoll. Brauchen wir noch ein bisschen, damit wir die zweite Tasche holen können. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Bis dann. Tschüss.